Ja, was ich noch sagen wollte, wir sind ja aus der Schweiz hier, um dieses Savamala zu beobachten, anzuschauen mit den Leuten aus Savamala. Wir laden aber auch Künstler ein, internationale Künstler, an diesem Projekt teilzunehmen, sei das in direkter oder indirekter Art. Im Theater gibt es den Begriff œil extérieur. Das ist dann nicht der Regisseur, sondern der erste Zuschauer, der sich ein Stück anschaut und die letzte Kritik macht. So haben wir ein Sendegefäß, das heißt l'oreille extérieure, also das exterieure Ohr. Und da laden wir Leute, Klangkünstler, internationale Klangkünstler zu einem Wettbewerb ein, die dann die Imagination, wie Savamala klingt, uns einschicken und wir werden das mit den Klängen aus Savamala wieder zurückschicken. Das ist die eine Idee, also oreille extérieure, oreille intérieure. Und also wir werden auch mit der Hochschule der Künste in Bern, werden wir eine Woche im September hierher kommen mit 16 Studierenden. Sie werden eine Projektwoche hier haben mit aufgenommenen Klängen für dieses Radio. Und was ein hohes Ziel ist, wir wissen noch nicht, ob wir es realisieren können, ist eigentlich, dass wir ein mobiles Studio haben. Das heißt, einen Übertragungswagen, wo wir immer an anderen Orten in Savamala auch Stationen machen. Das heißt, möglichst flexibel und mobil sind. Mobil wird auch die Annonce sein, die wir am Samstag machen für die Sendung. Wir werden mit Lautsprecherwagen herumfahren und die Ursendung, die erste Sendung ankündigen mit Lautsprechern. Slushai Savamala, hört Savamala. Treći put. Naj... Učno poetski tekst utemeljen kao anagramska konstrukcija.